Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 Torwartspielerkarriere. Ich bin's Jan und wir sind zu Gast bei Leicester City. Einen kurzen Blick auf die Tabelle nach dem fünften Spieltag geht's zum sechsten Spieltag. Wir sind auf der Tabellenposition 7 und Leicester auf 16. Mit einer guten Form aus den letzten Spielen gehen wir in das Spiel hier. Mal wieder ein Auswärtsspiel und in der nächsten Folge wird's ja wieder ein Euroleague-Spiel geben. Also hier geht es Schlag auf Schlag. Es ist super krass. Das, was ich an der Premier League so liebe, nicht nur diese Animationen, die super, super geil sind, sondern auch, dass einfach jedes Stadion das Originale ist und man auch noch echte Trainerbilder hat mit Jürgen Klopp. Super sympathisch, finde ich. Ich glaube, also ich glaube nicht nur, also ich finde das super cool und ich wünsche mir das auch für die Bundesliga. Nicht mit den Trainern unbedingt, das ist nicht so wichtig. Ich finde die Animation in der Bundesliga auch ganz okay. Aber einfach, dass jede Mannschaft, jede Bundesligamannschaft das originale Stadion hat, ja. Das fände ich richtig cool, weil fast jede Bundesligamannschaft spielt in diesem Walddorf oder wie heißt es? Waldstadion oder irgendwie so, ne? Und das finde ich kacke. Oh, das ist gut für uns. Schöne Parade. Ich habe fast das Gefühl, die werden so, ja, lästig. Leicester wird so lästig wie FC Sunderland im letzten Spiel. Liverpool schafft es nicht, durch die Abwehr von Leicester durchzukommen, sich durchzukombinieren. Viel Ballbesitz. Oh, gefährlich. Gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Haben wir. Oh, schade. Oh, was macht er denn da? Was macht er denn da? Nicht nachvollziehbar, diese Aktion. Oh ja. Nicht schnell geschossen, aber gezielt. Und das hat vollkommen ausgereicht, um dieses Tor zu erzielen. Nice. Sturridge ist, ja, fast schon ein Torgarant für uns. Nice. So weit in die Ecke kommt der Heimkeeper nicht mehr. Somit führen wir mit 1 zu 0. Finde ich gut. Hier ein Ball für uns, den wir abfangen, sodass der gegnerische Stürmer nicht die Chance hat, an den Ball zu kommen. Und wir sind wieder auf unserer gewohnten 7, und ein bisschen zerquetschtes. Das kennen wir ja nur zu gut. Ich muss sagen, ich finde es krass, wie gut es bei Liverpool abgeht. Einfach, dass man das hat, dass man super. Also, ich finde, es macht so viel Spaß, wenn man einfach genug aufs Tor bekommt. Teilweise aber auch das hat, dass man eine super gut spielende Mannschaft hat. Also, dass man viel gewinnt, aber es gleichzeitig immer noch die Möglichkeit gibt, für die Gegner auch zu gewinnen. So ist es ein richtiger Kampf. Man ist nicht automatisch die ganze Zeit nur auf dem ersten Platz. Sowas ist voll langweilig. Und ich finde, so hat man einfach eine richtig gute Spannung drin und selber eine Ungewissheit, was erreicht man denn wirklich? Man muss sich komplett anstrengen und kann tatsächlich, was halt als einzelner Spieler wirklich so ist, man kann nicht immer was dafür. Man kann nichts dafür, wenn man verliert. Man kann nichts dafür, wenn man jetzt nicht die Champions League oder so gewinnt. Und genau das liebe ich gerade irgendwie so bei diesem Verein, weil einfach sehr viel klappt. Aber nicht alles. Und das ist einfach, ja, es passt gerade so gut. So, wir gehen mit einem 1-0 Spielstand in die Halbzeit. Wir führen und das ist super angenehm. Ja, vielleicht Sturridge gleich nochmal in die kurze Ecke diesmal. Und da hatte der Torwart eine Chance ranzukommen. Macht er aber nicht. Was ich gut finde, 2 zu 0. Sturridge macht's. Ja, bitte nicht nochmal so früh den Ball verlieren. Ist ganz ungünstig. Oh, und es gibt einen Freistoß. Aber ich glaube für uns. Jawohl. Oh, Latte. Alter. Was auch immer das war. Super krass. Da hatten wir die kurze Ecke zu. Er hat
hat nur die Latte oder das Lattenkreuz oder Pfosten, man, ich weiß es gar nicht, was er so richtig getroffen hat. Auf jeden Fall hat er das Alu getroffen und das war super knapp. Storage! Nee, war auch gar nicht Storage, aber nichtsdestotrotz kein Tor. Und Leicester wieder im Ballbesitz, wieder in unserer Hälfte, wieder Angriffsmöglichkeit. Leicester! Super Parade, super Parade. Die ja fast nichts am Plus gegeben hat. Wir haben 7,5. Das kann doch nicht sein. Für so eine Parade oder allgemein die ganzen Paraden, die wir hier schon im Spiel gemacht haben. Das kann doch nicht sein. Wieso kommt man denn nicht mal auf eine 8er Bewertung? Was ist denn da so schwer? Wieso bringen diese Paraden so wenig? So eine Parade war doch grandios, dass wir die gehalten haben. Aber dafür erhöht Storage zum 3:0. So finde ich es geil. Wir führen zu 0 und mit genug Toren. Und wir bekommen trotzdem viel aufs Tor. Ich kann mir nichts Schöneres ausmalen als diese Situation gerade, die wir bei Liverpool haben. Ich wüsste nicht, wo es besser sein sollte. Ich glaube, wir sind gerade bei einem optimalen Verein für diese Karriere. Ein guter Verein, der viel anstrebt, aber halt kein übermächtiger Verein wie Real Madrid, Barcelona, Bayern München und so weiter. Dementsprechend bekommt man viel aufs Tor, weil es viele, auch eigentlich gleich gute Mannschaften, vor allen Dingen in der Premier League gibt. Und ja. Ohu. Der geht daneben. So, wir können mal unser Team ein bisschen offensiv einfach mal, damit wir die Oh no, das ist richtig, das ist jetzt richtig bad. War das jetzt gerade eine gute Grätsche oder ein schlechter Schiedsrichter? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat es den Spieler mit der Nummer 19 ziemlich von den Beinen gehauen. Aber es scheint ihm gut zu gehen, irgendwie. Da hatte ich gerade kurz sehr viel Angst. Aber wir haben ja einen guten Spielstand von 3:0 in der 78. Minute jetzt. Also. Und eine 7,7 Bewertung. Naja. Und da mussten wir jetzt gerade ja nur noch einen kullernden Ball auffassen. Kein Problem. Aber das ist wichtig, dass wir jetzt in der Premier League wieder dieses Ergebnis erzielen. Nachdem wir beim letzten Premier League Spiel 1:0 verloren haben, was mehr als, ja, obwohl, ich würde nicht sagen unverdient, aber wir hatten halt mehr Schüsse, einfach die Chancen nicht genutzt. In diesem Spiel nutzen wir also wieder, was ich sehr, sehr gut finde. Oh, gefährlich. Passiert was. 5 Minuten vor Spielende. Storage macht noch ein Tor. Ey, Junge, wie viele Tore hat er denn jetzt schon gemacht? Also ein Hattrick auf jeden Fall. Ein nices Tor noch dazu. Wir führen 4:0. 9:8. Nee, Mané hat's gemacht. Mané. Nummer 19, nicht Nummer 15, Storage, sondern Mané hat das Tor gemacht. Oh, da hören wir jetzt ganz laut die Liverpool-Fans. Slimani hat sich verletzt. Da hören wir wieder Never Walk Alone. Und die Schals haben wir da gerade auch ganz kurz gesehen. Liverpool-Fans gehen wieder steil. Kann man aber auch bei einem 4:0 in Leicester, dem Meister der letzten Saison. Also kann man auf jeden Fall mal. Beziehungsweise bei uns ist es ja die vorletzte Saison. Das merke ich jetzt gerade erst. Wer hat denn... Ich weiß gar nicht, wer der letzte amtierende Meister sozusagen für uns ist. In echt ist es natürlich nur... Ist es Leicester, aber... In Game sind wir ja schon eine Saison weiter. Naja, wie dem auch sei. Die Bewertung und so vom Team ist ja gleich. Bisschen oder sogar vielleicht noch ein bisschen besser jetzt geworden. Dementsprechend. Ja. Können wir gleich so bleiben. So, Sturridge schaut sich den Ball ab. Hat 3 Tore trotzdem erzielt. 1 noch Mané. Super Leistung.
und allgemein vom Team eine super Leistung. Wir haben viel gefangen, einen pariert, 83% Passgenauigkeit haben wir selber gehabt, 4:0 gewonnen. Super Sache, super Sache. Wer hat die Torvorlagen gegeben? Eine Origi, eine Coutinho, eine Leiva und eine Zonzi. Alter, was für Namen. Alles klar, gut. Dann könnt ihr jetzt links zu meiner Social Media Plattform kommen, rechts zur Playlist, rechts darunter zur letzten Folge, die super cool war. EFL Pokal Cup war das. Falls euch die Folge gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Außerdem könnt ihr links natürlich auch noch abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt und euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust auf mehr davon habt. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Haut rein!